Hallo und recht herzlich willkommen, liebe Zockerfreunde, zum Relegationsspiel hier am 15.05.2014. Es geht um alles für den Hamburger Sportverein und unser Gegner sind die Jungs mit dem Kleeblatt. Es sind die Jungs aus Fürth. Ja, für Fürth geht es auch um alles. Die wollen definitiv wieder aufsteigen in die erste Bundesliga. Ja, und der Dino, der will einfach nicht absteigen. Und wer kann es denen auch schon verdenken? Sie hatten es wirklich schwer. Die Saison war auch wirklich schlecht gewesen von unserem Hamburger Sportverein. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Ist halt einfach so. Und sollten sie wirklich das... kurze Info, die Einstellung habe ich so gelassen, habe ich online übernommen. Ja, also ich habe jetzt da an den Ausstellungen so nichts geändert. Ich denke mal, so wird der Trainer das auch aufstellen. Auch bei Greuther Fürth nichts geändert. Das Einzige, was ich eingestellt habe, ist halt, dass wir hier um 20.30 Uhr spielen, so wie das Spiel dann auch am Donnerstag gehen soll. So, falls es euch interessiert, ich habe am Ende dieses Videos eine kleine Überraschung, aber die werdet ihr dann zur rechten Zeit noch sehen. Also bleibt bitte bis zum Ende dran. Und das, oh mein Gott. Ein lila Bällchen, Alter. Das kann doch nur, das kann doch nur gut gehen, Alter. Ja. Ja, von der Fahrt. Ach, hat aber noch als letztes berührt. Den Pussyball. Ja, warte. Oh, Alter. Der Mann, der jetzt auch gerade in den Schlagzeilen steht, mit seinem Angebot da von Bayer Leverkusen und er ist wohl dran interessiert. Und ich sag mir ganz ehrlich, was soll das? Im März hat er noch? Oder ist es? Entschuldige, dass ich den Satz nicht zu Ende spreche, aber er hat's gemacht. Pierre-Michel Lasogge hat in der 7. Minute das erste Tor gemacht und um nochmal zurückzukommen auf Hakan Calhanoglu, er hat im März seinen Vertrag verlängert ohne eine Ausstiegsklausel. Mit dem Ding hier, dass er auch halt in der zweiten Liga bleiben tut. Wenn sollten sie in der zweiten Liga bleiben. Damit wollte er ja ein Zeichen setzen. Und jetzt düst er rum von wegen, ja, mich interessiert auch das Angebot von Bayer Leverkusen. Bayern München hätte wohl auch schon... jetzt muss ich mich kurz konzentrieren hier. Ich das ja live kommentiere. Fliegt da hin. Ja. Ja, funny. Funny. Alter, das gibt's doch nicht. Nein, bester Mann, wieso machst du den so eine Ecke, Alter? Du Dönigens, du. Du hättest ihn auch ein bisschen weiter weg ballen können, ne? Aber ich sag mal, weg ist weg und interessiert denn auch keinen mehr. Was jetzt? Beste Mann ist der beste Mann. Oh, eine Standardsituation. Nein! Gut gerettet, aber es ist noch nicht vorbei. Ui, da ist jemand verletzt. Fürstner ist verletzt und für ihn muss Spei kommen. Ich glaube, Spei habe ich da. Nee, Sparv, Entschuldigung. Sparv muss für Fürstner kommen. Ja, der erste Verletzte, das tut uns natürlich leid, war nicht mit Absicht. Also, nicht absichtlich. Mit Absicht. Ihr seht, Fürth wartet nur auf die Gelegenheit, dass Hamburg hier einen Fehler macht.
Und genauso macht das Hamburg auch, ja. Sie sind vorsichtig, wollen nicht zu viel geben. Wollen sich nicht wieder die Blöße geben. Ja, und irgendwie schon kurios, ne? Das Spiel in Mainz 3-2 nur ganz knapp verloren. Ja, und sind trotzdem. Nee, Torjan Aslan. War ein guter Versuch, ja, aber da fehlte die Genauigkeit. Denn so Luftnummern können wir uns jetzt hier einfach nicht erlauben. Wir müssen am besten so viele Tore machen, wie es nur möglich ist, damit wir es besser in der Rückrunde haben. Verdammte Axt, Alter. Man kann aber auch nicht sagen, dass es jetzt im Moment irgendwo schlecht läuft hier im Spiel. Der Hamburger Sportverein setzt sich gut durch. Ah, das wäre eh abseits gewesen. Da ist es! Da ist es! Da ist es! Das 2:0 für den Hamburger Sportverein. Wunderbar! Ja. Fehlpass da. Ich weiß jetzt nicht gerade, wer den Fehlpass da gemacht hat. Die Nummer 16, aber Pierre hat es gesehen. Einfach abgeschossen. Unhaltbar für den Torwart ins linke Eck. Ja, was für eine Granate. Und ich sagte doch, es läuft gut. Ja, und wir können nur wieder hoffen, dass es auch am Donnerstagabend dann die Hamburger so gut spielen. Mit einem gefährlichen Zweikampf, aber noch gerade so gut gerettet. De Jure. Ja, ja. Oh, super. Der Soccer sieht ihn. Mussten wir ein bisschen zurück wieder. Es war ja eigentlich schon fast wieder Hand, ne? Irgendwie so. Ich weiß nicht, in letzter Zeit ist hier in FIFA wirklich rattenschlecht in mit Hand nehmen und so. 4 Minuten Nachspielzeit und es sieht alles andere als schlecht aus hier für den Hamburger Sportverein, der hier nochmal die Chance kriegt. Ah, da gibt es denn doch noch die, den Freistoß da. Şanlıurfa wohl ein wenig zu hart in den Zweikampf reingegangen. Und was war jetzt? Was war denn jetzt bitte? Also. Standardsituation. Da ist Kräuter Fürth gar nicht mal so schlecht drin. Ne? So. Wir konnten uns jetzt aber retten und führen hier mit einem sehr guten Ergebnis. 2:0 in der ersten Halbzeit des Hinspiel Relegation am 15.05.2014. Wir sehen uns gleich in der zweiten Halbzeit. So, und da sind wir auch wieder. Zweite Halbzeit im Relegationsspiel hier auf Mithyr. Und haben
Hamburg hier immer noch sehr energisch, geht da sehr zweikampfbetont in die Spiele. Das war nicht gut genug, damit sich den Van der Vaart holen könnte. Sehr gut gemacht davon, Van der Vaart. Sehr gut, Çalhanoğlu. Sehr gut da wieder von. Oh. Ja, was will er jetzt? Will er jetzt wieder ein Zeichen setzen? Will er jetzt Tore machen, um doch wieder zum Hamburger Sportverein? Oder wird er vielleicht wechseln? Es ist eigentlich eher fraglich, weil wenn er ja jetzt ohne Ausstiegsklausel dort einen Vierjahresvertrag unterschrieben hat, wieso machen andere Anbieter denn aber... Wieso machen andere Vereine dann trotzdem Angebote? Also gut, okay, Hamburg steht derzeitig geldmäßig alles andere als gut da. Ja, sie könnten, wenn das Leihgeschäft geht oder so, oder vielleicht kaufen oder so, könnten sie das machen, aber das wäre das Schlimmste, was sie machen könnten. Selbst in der zweiten Liga brauchen sie so einen wie Hakan Çalhanoğlu. Und Raphael van der Vaart, er verschießt eine gnadenlos gute Chance. Pierre-Michel sieht ihn da wunderbar im Hinterrücken. Und dann ist das nicht genutzt worden, um hier seine Führung weiter auszubauen. So, Kräuter führt hier mit der ersten Auswechslung von Spangenhandel. Gledel geht und Weiland kommt. Der führt, hat noch so den ein oder anderen Problem, wirklich in die Hälfte von Hamburg zu kommen. Ja, Cihayek da. Ja, er sieht ihn loslaufen. Hocke. Ah, dann wird es hier doch ein bisschen zu energisch da. Ich glaube, nee, Pierre-Michel war das gewesen. Der ist da gegen Rocker oder so. Gegen Rocker, ja. Zu hart ins Gefecht gegangen. Ja, sehr gut gemacht da von Pierre-Michel. Ach, von Pierre-Michel, sag ich schon. Von Cihayek. Hier im EEP-Mod eine schöne Fusselrolle spendiert bekommen hat als und oh, hätten wir ihn vielleicht doch noch ein bisschen weiter gehen sollen, ja? Schön angetrickst, angehalten, ausgetrickst und dann Schuss. Und nur noch mit der rechten Hand kann der Keeper den abfälschen. Van der Vaart! Und da ist es drinne. Raphael Van der Vaart in der 73. Minute. Hier schön gesehen. Rein in die Mitte. Er setzt ihn sich richtig ran zum Volley. Und dann ist das halt immer wieder so ein Aufsetzer. Und die sind richtig gefährlich. Da haben wir den Stadionsprecher nochmal ausreden lassen. Und es kann nur gut sein, wenn in dem Hinspiel der Hamburger Sportverein sich so viele Tore macht wie nur möglich. So ist die Rückrunde dann weniger gefährlich dann. Und hier wieder ein Freistoß. Man merkt halt, Hamburg geht sehr stark in die Zweikämpfe. Das hat natürlich dann auch gewisse Konsequenzen. Elisabeth will es auch mal versuchen. Ja, und Van der Vaart versucht es da aus der Drehung. Und ich denke mal, da gibt es dann auch schon einige, die wir dann wechseln müssen.
Wir setzen mal Chalulu auf die ZOM-Version, holen Ola John rein und geben Margio mal, obwohl, rechtes Mittelfeld, holen wir uns mal Rincon rein. Also wir werden mal lieber hinten auswechseln, damit wir da sicherer stehen. Ach, der läuft doch dann einfach weiter. Oh, oh. Ah, wer ist der Mann? Ist da, wer ist der Mann? Holt das Ding. Zack, zack, hier, komm. Hol ihn dir, zack, 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 zack. Nein, und dann, das kommt dabei raus, wenn man spielt, ja? Wenn man spielt und nicht richtig spielt, wenn man nur rumfaxt und Blödsinn macht, dann müssen halt zwei gehen. Ja, ja auch Kräuter Fürth wechselt jetzt mal aus. Azemi geht und Udamik ist, glaube ich, gekommen. Da ich die Leute noch nicht so richtig kenne. Für Raphael van der Vaart ist Ola John gekommen. Röcker da wieder im Zweikampf mit Pierre. Diesmal konnte er sich da durchsetzen. Mit einem guten Zweikampf. Und über das ganze Spielfeld. So. Oh, sehr gut. Schuss. Ach. Der war nur mittelmäßig. Er war einfach nur mit Kraft und ohne Sinn und Verstand. Und jetzt nochmal. Nee. Aus der Drehung hat es nichts mehr gebracht. Und ja. Herzlichen Glückwunsch, der Hamburger Sportverein gewinnt hier 3:0 gegen Kräuter Fürth im ersten Hinspiel der Relegation. Da sehen wir nochmal die Zottelmähne von Jarek. Ja, schönes Ding und nicht vergessen, jetzt kommt die Überraschung. So, das war es jetzt mit dem Relegationsspiel gegen Kräuter Fürth und ich würde mich freuen, wenn ihr mich abonnieren tut. Der Abonnier-Button ist da und meine Social Network Links seht ihr auch. Und wenn ihr das letzte Manager-Modus folgt, dann klickt doch hier oben in Bild. Und wenn ihr mal was anderes außer nur Fußball sehen wollt, ich habe gerade die Wildcast Open Beta, dann hier unten. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen und lasst ein paar Kommis da und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, liebe Zockerfreunde und tschüss.